einen gewissen Komplexitätsgrad erreicht haben und den überschreiten, dass sie dann chaotisch werden. Also ein Modell mit mehr als 7, 8 Variablen funktioniert einfach nicht. Wenn Sie da die gleichen Daten reinschütten, kriegen Sie jedes Mal ein anderes Ergebnis raus. Das heißt, das Modell hat keine Prognosekraft. Die Klimamodelle, die haben aber nicht 7 oder 8 Variablen, die haben 30, 40, 50 Variablen. Und wenn Sie die normal bauen würden, würden die Ihnen komplett explodieren. Warum tun Sie das nicht? Weil man sie einfach so programmiert, dass sie auf bestimmte Werte zulaufen. Sie kriegen so eine Art Attraktoren eingebaut, Reversion to the Mean, Trendwerte kriegen sie eingebaut und dann laufen sie genau dahin, wo sie hinlaufen sollen. Das ist nicht so, dass diese Klimamodelle irgendwie ein Ergebnis zufällig ausspucken nach der Wiese, wir haben das alles eingegeben, was die Lage der Welt ist und jetzt lassen wir den rechnen und laufen und dann sehen wir, was passiert, wie so eine Art Glaskugel. Nein, die Dinger spucken aus, was man vorher reingepackt hat. Sie geben das Weltbild ihrer Erbauer wieder, aber nicht die Realität. Und uns erzählt man jetzt was von Kipppunkten und 1,5 Grad und sonst was. Die Wahrheit ist, dass die komplett ahnungslos sind, und zwar 100% ahnungslos, weil es hierbei um ein chaotisches System handelt, das mit dieser Methode gar nicht modellierbar ist, wenn es überhaupt modellierbar ist, woran ich meine ernsthaften und begründeten Zweifel habe.